Pablo Roas ist ein 18-jähriger junger Mann aus Sevilla, der sich durch eine Schädigung des Gehirns in seiner frühen Kindheit nicht mehr richtig bewegen kann. Trotzdem macht er Marathonläufe, gemeinsam mit seinem Vater José Manuel, einem Hochschullehrer, der solche Rennen schon seit über 20 Jahren absolviert. Pablo ist unser Engel, ein Engel mit vielen Behinderungen, mit seinem Physiotherapeuten, mit seinem Sprachtherapeuten und seiner Spezialschule. Aber all das lehrt uns, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, als man denkt. Zusammen sind sie nun schon 6 Marathons gelaufen, 3-mal in Sevilla, 2-mal in Madrid, 1-mal in New York. Dafür haben sie bedeutende Preise erhalten, zum Beispiel vom Sportlife Magazin. Und sie sind nominiert für den Prinzessin von Asturien-Preis, eine wichtige spanische Auszeichnung. Seine Lauferfahrung ist ein göttliches Geschenk, sagt Pablos Vater. Ich bin seine Beine und er ist mein Herz. Während des Rennens müssen sie einige logistische und gesundheitliche Herausforderungen meistern. Deshalb legen sie nach Möglichkeit immer einen Zwischenstopp ein, um sich von der Familie und von Physiotherapeut Pablo helfen zu lassen. Bei Kilometer 34 stoppt José Manuel aufgrund von Krämpfen. Er muss sich massieren lassen. Wegen einer Verletzung konnte er nicht ausreichend trainieren, deshalb die Krämpfe. Trotzdem macht er sich keine Sorgen. Mein Ziel ist es, das Rennen gemeinsam mit meinem Sohn zu genießen. Die Zuschauer feuern Vater und Sohn auf ihrem Weg begeistert an. Pablo schreit seine Freude heraus und klatscht sich mit manchen Leuten ab. Hallo Pablo! Vater und Sohn erreichen die Ziellinie. Nach 5 Stunden und 18 Minuten haben sie es geschafft. Sie haben den Marathon gemeistert. Mit ihm die Ziellinie zu überqueren, das ist etwas ganz Besonderes, sagt Pablos Vater. Es ist beides gleichzeitig. Ein Lebenstraum und ein Abenteuer. Atravesar la meta con él es el sueño de haber hecho una aventura juntos.